Hallo und herzlich willkommen zu Create Your Club Championship. Wir möchten euch heute das neue Feature im FIFA 22 Karrieremodus vorstellen. Da kann man jetzt nämlich seinen eigenen Verein kreieren. Das gab es vorher so noch nicht. In der ersten Challenge geht es darum, das Logo, das Trikot und das eigene Stadion zu kreieren. Und dann werden wir am Ende mal schauen, wer das am coolsten hinbekommt. Ich bin Ebru, professionelle FIFA-Spielerin und eure Moderatorin für die heutige Show. Er hat Teams in Istanbul und London trainiert, war zuletzt Trainer vom BVB und machte sie sogar zum Pokalsieger. Heute will Edin Terzic zeigen, dass er auch als FIFA-Coach ein strategisches Genie ist. Immer einen Spruch auf der Lippe, aber das Herz am rechten Fleck. Schon als 20-Jähriger stand Ralf Gunesch beim FC St. Pauli in der Stammmannschaft. Nach unzähligen Blutgrätschen verschlug es ihn auf die Trainerbank. Heute will er zeigen, dass es für einen erfolgreichen Club vor allem eins braucht: Herz. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr heute da seid. Wie jedes gute Spiel hat auch dieses seinen Endgegner. Wir begrüßen The Last Judgment, unsere Einfrau-Jury. Edin, beschreib doch mal, was du gerade machst. Ich suche mir gerade mein Heimtrikot aus. Und das versuche ich mir gerade zu designen. Und weil meine Mannschaft ja die All Blacks sind, wäre es ja albern, wenn das Trikot nicht schwarz wäre. Deshalb versuchen wir jetzt mal ein cooles schwarzes Trikot zu kreieren. Ja, das zweite Trikot ist natürlich dann nicht schwarz, sondern nehmen wir ein weißes. Aber einfach nur, weil es mich an die WM 90 erinnert. Und ich glaube, in diesem Trikot ist Deutschland damals Weltmeister geworden. Und es sieht auch noch schick aus. Was glaubst du denn, was Ralle gerade für Trikots gestaltet? Hässliche. So, Ralle, wie machst du Edin heute fertig? Blutgrätsche? Die Blutgrätsche muss, also gehört dazu, ganz viel Feuer, ganz viel Leidenschaft. Es muss unangenehm werden, es wird unangenehm werden für ihn. Okay, du hast ein sehr gewagtes Trikot. Wie kommst du denn auf die Farbe und das Muster? Ja, es ist genau das, was ich meine mit dem Feuer und der Leidenschaft. Das ist etwas, was den kompletten Verein durchzieht und die einfach diese Stimmung verbreitet, die ich auf dem Platz im Stadion sehen will, auf den Tribünen, damit es in die richtige Richtung geht. Sehr cool. Okay, und wie willst du dein Team denn nennen? Mein Verein heißt Hell Dogs United. Wir sind die Höllenhunde. Das ist halt so ein bisschen da, wo ich hin will, dass man nicht gerne zu uns fährt. Dass man schon in den im Spielertunnel eigentlich Angst hat, rauszugehen. Genau, also wieder mit sehr viel Feuer dahinter. Definitiv. Glaubst du denn, dass ein hübsches Trikot reicht, um Champion zu werden? Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Das wird nicht reichen, aber das ist für mich auch Teil des Ganzen. Das ist die Vorbereitung. Damit leben wir den Spielern vor, wo wir hinwollen. Ich bin nicht wie Edin so ein Bürokratenmensch, weißt du, der gerne im Büro sitzt und Taschenrechner und Excel-Liste und dies und das, sondern ich stehe auf dem Platz und... Ja, Ralle, ich habe ja so viel von dir gehört und jeder meinte, du wärst ein extrem bunter Vogel. Deshalb überrascht mich das Trikot jetzt nicht. Aber dass das eher für die Reeperbahn ist als fürs Stadion, finde ich schon sehr mutig von dir. Ganz ehrlich, du wirst froh sein, wenn du nach dem Spiel noch auf der Reeperbahn irgendwo was zu trinken bekommst, weil das wird nicht angenehm werden für dich, das verspreche ich dir. Ralf Gunesch. So, Ralle, du hast die erste Runde gewonnen. Hattest du denn schon mal im Real Life einen solchen Erfolg? Na, Karrieren sind ja häufig so ein Auf und Ab. Bei mir war es relativ viel Ab, aber ich freue mich, dass ich zumindest die erste Runde für mich entscheiden konnte. Ja, definitiv. Damit unsere Coaches ein geiles Team zusammenstellen können, haben wir ihnen das höchste Rating gegeben, und zwar ein Gesamtrating von 5 Sternen. Zusätzlich dazu haben wir ihnen noch ein Transferbudget von 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt. Und da bin ich mal gespannt, was ihr mit dem Geld anfangen und wie schlau ihr investiert. Um ehrlich zu sein, dachten wir schon, du wärst abgereist nach deinem Untergang in der letzten Folge. Warum bist du noch hier? Ja, weil jetzt kommt ja meine Paradedisziplin.
Ralle ist dafür zuständig, dass das ganze Ding gut aussieht. Aber es geht nicht darum, gut auszusehen, sondern gut Fußball zu spielen. Und jetzt bauen wir uns unsere Mannschaft zusammen. Ja, ich habe ein großes Auge auf die Achse Alisson, Van Dijk, Kanté gesetzt, einfach weil das Zentrum für mich brutal wichtig ist und die Jungs das richtig, richtig gut machen. Also die drei Spieler kaufst du auf jeden Fall? Ich geh auf jeden Fall in sehr harte Verhandlungen, bin auch bereit, einiges zu investieren. Edin, du warst ja letztes Jahr Trainer bei Dortmund, jetzt bist du gleichzeitig auch Manager. Was willst du anders machen? Ja, im Spiel ist es ein bisschen anders. Also dadurch, dass ich jetzt den Controller in der Hand habe, bin ich ja nicht nur Manager und Trainer, sondern halt auch derjenige, der dafür zuständig ist, das entscheidende Tor zu schießen. Und das alles drei zu vereinen, das ist die Herausforderung heute. Wen möchtest du denn auf jeden Fall einkaufen? Ich habe mir lange Gedanken gemacht. Ich hätte gerne ein paar Spieler dabei, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und ein paar Spieler dabei, mit denen ich gerne zusammengearbeitet hätte. Wir haben jetzt zum Beispiel hier einen Erling Haaland, der muss auf jeden Fall in die Mannschaft. Weil wenn ich schon höre, dass Ralle da mit Leidenschaft und Blutgrätschen arbeiten möchte, da brauche ich jemanden, der wegläuft. Weil was du nicht siehst, kannst du nicht weggrätschen. Und ansonsten habe ich ein paar Jungs dabei, wie zum Beispiel Mark Noble, der war unser Kapitän bei West Ham. Den brauche ich in der Mannschaft, dann weiß ich, dass die Kabine schon mal in Ordnung ist. Und Ralle, hast du schon einen Transfer abgeschlossen? Ja, ich bin der Unfähigste. Wieso? Ich habe die Nullen vergessen bei Kanté. Und dann ist der Vertreter von Chelsea natürlich sofort gegangen. Was hast du denn geboten für Kanté? Ja, ich wollte 120 bieten und habe 1,2 geboten. Ja, für 1,2 kriegst du, ja, das habe ich früher gekostet. Also. Ja. Jetzt sitze ich mit Kloppo da und diesmal achte ich drauf, dass ich die richtige Summe biete. Auch wenn ich weiß, dass Kloppo Van Dijk wahrscheinlich ungern gehen lassen wird, weil ja, er hat selber viel Geld für ihn bezahlt. Okay, und wie viel bietest du? Ja, 110 müssen es, glaube ich, schon sein. Dann schauen wir mal, Kloppo, komm, aus alter Verbundenheit. Hab ihm viel zu verdanken. Er hat mir ein Gegenangebot gemacht, 128. Ja, das heißt, sie wollen 50% Gewinn machen. Das ist schon einiges, ja. Das ist viel Geld. Aber Van Dijk garantiert dir Titel. Das muss ich annehmen. Danke, Kloppo. So, Edin, was machst du denn gerade? Jetzt haben wir so das Grundgerüst stehen von der Mannschaft. Jetzt geht es darum, die Aufstellung, die Taktiken einzustellen, ja, damit wir auch gewappnet sind für den ersten Spieltag. Und deshalb geht es jetzt erstmal an die Formation. Und hast du dir schon was überlegt? Ja, so ähnlich wie Ralle es gesagt hat, das finde ich gar nicht so verkehrt, dass man ein stabiles Zentrum hat. Jetzt passe ich das Ganze so ein bisschen an FIFA, nicht an die Realität. Ich bin nicht so gut im Flanken, das heißt, ich werde die Flügel so ein bisschen mal in Ruhe lassen und dafür ein paar mehr Spieler im Zentrum haben. Genau, ich sehe schon, du benutzt die enge Raute. Genau, so sieht's aus. Also meine Steuererklärung ist spannender. Ja, ist auch kurz. Ah, Pressekonferenz. Guck mal, Edin, da kannst du noch mal gut aussehen, glänzend. Aber Mikro ist eigentlich deine Stärke, oder? Ja, nee, komm. Jetzt lass uns endlich zocken. Ja, dann drück doch auf den Knopf. Beide.
Pralle. Ist das Schweiß auf deiner Stirn oder liegt das am Licht? Es ist, ich sag lieber Schweißperlen als gar kein Schmuck. Edin, was treibt dich denn am meisten an? Die Angst vorm Scheitern oder die Panik vor der Niederlage? Ja, Angst ist kein guter Ratgeber im Sport, aber die Lust auf Gewinnen. Pralle, gutes Spiel. Ja, ich dir auch. Das war nicht ernst gemeint. Ja, cooles Spiel. Los geht's. Oha. Nein, das ist nicht gut. Das ist das Ballverlust, ne? Ballverlust im Spielaufbau, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Ich hoffe, da kommen noch mehr Ralle. Da. Passiert nichts. Da passiert nichts. Also da passiert heute gar nichts. Ja, warte ab. Guck mal. Standards. Immer wieder ein Thema. Aber der Konter. Da sind wir gut. Nein, das sind wir gut. Das ist nicht gut. Fallen lassen. Warte auf Erling. Da ist er. Und kurze Ecke. Oh, den hält er. Nein. Natürlich hält er den. Jetzt muss es noch mal schnell gehen, Jetzt Marco, lange Ecke. Dachtest du, ne? Kann ja auch jubeln. Ja, sicher. Der tut weh, ne? Muss auch noch verarscht werden, ne? Du weißt, was jetzt kommt? Der Seitenwechsel. Jetzt nicht nachlassen. Jetzt die ersten 15 Minuten. Ich weiß ganz genau, was Ralle seinen Jungs in der Halbzeit gesagt hat. Kannst du mir vorstellen, wo er die ganzen enttäuschten Gesichter geguckt hat. Jungs, weiter an euch glauben. Da darf nichts passieren. So sieht's nämlich aus. So sieht unser Ball auch noch. Was ist richtig, das denn? Richtig. Alles richtig gemacht, Schiri. Lass dich da nicht belabern da. Aber deine Jungs hinten, die macht's aber auch wirklich gut. Ja, das ist eine stabile Abwehr. Kannst schießen lassen. Komm. Schüsse aufs Tor 6:1. Ich erinnere mich gar nicht an den einen. Auf keinen Fall. That's not gonna happen. Jetzt nur nicht nachlassen. Was macht der denn? Dieses innerliche Sterben, wenn sowas schief geht. So, Ralle, das größte Kompliment ist ja. Jetzt bin ich gespannt, jetzt kommt. Wenn man dich nicht hört. Ja. Normalerweise, immer wenn ich Fußball gucke, höre ich deine Stimme. Jetzt hört man nichts mehr. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, komm. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, diese Mannschaften zu nehmen? Hier, der goldene Controller. So, das war's. Damit haben wir einen Sieger. Herzlichen Glückwunsch, Edin. Hast du super gemacht. Ja, vielen Dank. Ja, aber Ralle war auch nicht schlecht. Also ich hab jetzt, du hast ja, ich hab ihn ein bisschen geärgert, aber Ralle war auch nicht schlecht. Also muss man auch fairerweise sagen. Ja, und ich meine, BVB war ja ein bisschen stärker, ne? Also vom Rating her, also dafür hast du dich echt super geschlagen. Es ist nett, wie ihr beide versucht, mich aufzubauen, ja. Schön, dass ihr dabei wart, hat mich wirklich sehr gefreut. Und ansonsten wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Zocken und nicht vergessen, immer schön den Ball flach halten.